Morgen. Hauptsache, die fallen hier nicht auseinander. Ja, ich habe mir hier so Zweige mitgebracht und ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Also auf der einen Seite finde ich die Struktur toll von diesen Zweigen. Da könnte man jetzt so Farbe reingießen. Und auf der anderen Seite kann man halt auch damit malen. Also einfach mit den, ja, mit den Enden als Pinsel richtig benutzen. Das ergibt eine tolle Linie. Ja, oder auch einzeln. Das probieren wir erstmal als erstes aus. Ja, wenn man mal so eine Linie braucht, weiß man, wie man es machen kann jetzt. Aber so Gräser, weichere Gräser eignen sich da eigentlich besser für. So, breitere Linien, das macht Spaß. Das machen wir jetzt mal. Pünktchen kann man auch machen. Es hat was Meditatives. Also alleine das jetzt schon wieder macht so viel Spaß und bringt einen so viel Ruhe. Jetzt möchte ich das aber mal als Struktur haben. Es geht schon mir schon ganz lange durch den Kopf. Und dann überlegt man immer und denkt, naja, mache ich irgendwann mal. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Endlich! Und deswegen verteile ich hier erstmal meine Paste. Jetzt werde ich die versuchen, mit der Paste festzumachen, festzudrücken. Bestimmt nicht so einfach jetzt. Die sind sehr störrisch. Also guck, achte darauf, wenn du sowas machen willst, dass du eher weichere nimmst. Die Gräser sind bestimmt besser. Aber egal, ich habe jetzt die, das muss jetzt funktionieren. Und gieße nochmal Paste drauf. Ach, geht sogar besser als gedacht. So schlimm ist es gar nicht. Bisschen langsam arbeiten. Die entschleunigen definitiv die Arbeitsschritte und machen auch Spaß. Also man entdeckt so schöne neue Formen. Habe ich noch so viel Farbe übrig. Jetzt gieße ich das mal hier rein. Das will ich unbedingt sehen. Ja, es läuft halt dann da mit der Struktur. Es läuft dann ja nicht über diese Linien. Das ist wie mit dem Papier. Das kennst du, das Video? Ja, es hält auf jeden Fall gut. Hier sind so ein paar, die noch abstehen. Vielleicht breche ich das noch ab. Mal sehen. Ist noch nicht so ganz trocken. Aber das funktioniert jetzt bestimmt. Jetzt kann ich das bemalen. Aber ich habe überhaupt gar keine Idee, wie ich das jetzt farblich gestalte. Deswegen streiche ich es erstmal wieder weiß über. Da tauchen auch wieder neue Ideen auf. Ja, den Farbton von den Ästen, den fand ich ganz schön. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Äste abschleife auf der Fläche jetzt. Aber das mache ich nicht. Dazu müsste es noch länger durchtrocknen. Aber der Farbton hier, der passt ganz gut. Jetzt läuft es auch ganz schön. Ich gebe da nochmal Weiß dazu. Ja, das ist inspiriert wieder. Haben wir ja vorhin schon ganz zu Anfang einmal ausprobiert. Und jetzt kann man es auch nochmal bewusst ein bisschen steuern. Und auch einfach zugucken. Das, ja, einfach das genießen, was man da macht. So einen schönen Blauton, den werde ich jetzt dazu gießen und mal gucken.
Das fühlt sich genauso an, wie es sich anhört. Ganz schön störrisch, aber irgendwo fließt es auch. Und ja, manchmal muss man einfach nur sich irgendwo durchackern. Irgendwie der Übergang nicht so gut. Dann male ich noch mal ein bisschen das heller nach oben. Das ist natürlich blöd, weil da oben ist es noch nicht ganz trocken und das ist jetzt eigentlich ein Moment, wo man das nicht machen sollte. Da kannst du dir die Farbe auch wieder von oben runter nehmen. Aber ich probiere das jetzt hier vorsichtig. Entsteht eine neue Form, so eine eckige Form, auch gar nicht so schlecht. Könnte man auch noch eine Form dazu malen, die so dagegen steuert, aber ja. Toller Malprozess insgesamt. Hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, habe hier schöne Bewegungen drin. Die Formen, die einzelnen Formen gefallen mir gut. Also es ist steckt viel drin. So viele Steps und am Ende, ja, mir gefällt es sogar, obwohl es gar nicht so wichtig ist. Also die einzelnen Schritte, so wie es schon anfängt, mit diesen Stöckern zu malen, das hat so was Meditatives und das nachher festzukleben, ist auch eine Herausforderung. Und auch wenn man das wieder meistert, dann hat man wieder einen Step geschafft und man kann viel verändern. Und ich finde, es überträgt sich auch immer auf die Situation im echten, wahren Leben. Also die Malerei bewegt ganz viel, du kannst ganz viel verändern und ganz viel auf der Leinwand lassen. Und darum geht es eben auch in der Malerei. Strukturen, das ist immer wieder ein tolles, spannendes Thema, finde ich. Und da habe ich auch eine ganze Playlist im Kanal und im Buch habe ich natürlich was dazu stehen. Auch auf meinem Blog habe ich da was aufgeschrieben, also schau auch da gerne hin. Und heute ist der Tipp auf Seite 25, da geht es um das Weißen oder Grundieren der Leinwände. Und ja, da schau mal rein, wenn du nämlich die Leinwand so strahlend weiß haben willst und darauf neu starten willst, dann schau da nochmal hin. Was auch immer du machst jetzt, genieße es. Ja, danke für dein Like. Ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag und danke auch für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Danke für deinen lieben Kommentar, das ist immer so das Schönste für mich, wenn ich da drin lesen kann. Und dann freue ich mich darüber. Also Dankeschön, mach's gut, tschüss!